Bist du in die Prozesse aktuell? Ist das ja der Megatrend Fleischersatz? Bist du da auch stark involviert? Nee. Also gar nicht. Also so, weil das ist für mich eine Geschichte, die für mich nicht in meine Philosophie passt. Also, Alternativen bin ich hin und her gerissen, um ganz ehrlich zu sein, weil ich glaube, das unterliegt einem kurzzeitigen Trend. Mhm. Also dieser kurzzeitige Trend wird 8 bis 10 Jahre vielleicht dauern. Bestes Beispiel ist für mich die Diät-Lebensmittel, die du heute kaum noch irgendwo findest, war ein kurzzeitiger Trend von vielleicht 8 bis 10 Jahren. Findest du heute kaum noch in einem Regal, weil jetzt hast du natürlich die Gesundheitsampel drauf, jetzt brauchst du es vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, dass man keine Alternativen braucht, weil wenn wir über vegane Küche reden, was so schmecken muss wie, dann reden wir über Würzen, also Geschmack. Mhm. Also, und ich glaube nicht, dass man etwas nachbauen muss, was wie Fleisch schmeckt, weil du gibst ja auch ein Versprechen ab. Das ist ja der andere Punkt. Also ein Hamburger Patty, wo du sagst, ja, das ist wie Fleisch, das muss nach Fleisch schmecken. Aber wenn wir ein Patty machen, dann machen wir den aus Walnüssen. Da gebe ich das Versprechen ab, dass es nach Walnüssen schmeckt und nichts anderes. Mhm. Ne, also finde ich deutlich spannender und du brauchst eigentlich gar nichts anderes. Ich kann aus, weißt du, du kannst alles so würzen, dass es schmeckt wie Fleisch, natürlich. Und auch auf natürliche Art und Weise. Wir machen ein Pilzragout oder Pilzkompott, das schmeckt wie Chorizo. Mm. Was brauchst du da? Da brauchst du Fett, also Olivenöl, du brauchst die Pilze, deine Kräuterseitling, ist kein Geheimnis. Also ich teile auch alle meine Rezepturen immer, keine Sorge. Bis auf wenige Sachen. Du brauchst Rauchpaprika, du brauchst einen ganz normalen Paprika und Oregano, Knoblauch, das war's. Und wenn du das in ein richtiges Verhältnis, dann sind wir da wieder, auch setzt, dann bist du genau bei Chorizo. Aber eigentlich brauchst du diese Information gar nicht, es schmeckt nur. Mhm. Ne, also ich sage natürlich auch Kräuterseitlinge à la Chorizo, dass man eine Idee dann einfach macht. Aber in 5 Jahren brauchen wir das nicht mehr. Dann schmeckt, dann sagt irgendwer, boah, das ist aber geil. Mhm. Was ist denn das? Ja, Kräuterseitlinge. Ja, geil. Mhm. Habe ich noch nie so gegessen. Und ich glaube, also wenn man sich bewusst macht, wie lange wir schon über Alternativen auch reden und die auch mit in unserem Umfeld haben, ist doch unglaublich. Also das ist nicht nur seit vielen, vielen Jahren oder seit kurzem so. Seit vielen Jahren kennt ihr die erste Alternative, die ihr auch höchstwahrscheinlich kennengelernt habt? Fangfrage, komm. Nicht Nutella. Oh, darf man das sagen? Ja, ich nehme ich alles sagen. Zurück. Ich nehme alles zurück. Seid ihr drauf gekommen? Nee, nein. Margarine. Aha. Warum essen wir Margarine? Weil die Butter früher so teuer war. Genau. Alternative zu Butter. Fand ich mal fürchterlich. Finde es viel zu weich. Ich kann das auch nicht haben, wenn wenn Butter aus dem Kühlschrank geholt wird, damit es warm wird, also dass es weich wird. Ja. Ich brauche Butter, muss immer schön ein bisschen härter sein. Das ist so ein bisschen. Ja, oh, ich kann immer an die Decke gehen, wenn dann die Butter schon zerläuft und schon, du hast so einen Margarine-Effekt. Was ich bei Leuten schlimmer finde, ist egal, welche Temperatur die Butter hat, die mitten reinstechen. So. Die mit dem Kamm drüber gehen, ja, ne? Mit Muster kommt. Wofür hat das Ding denn 6 Seiten? Ja, genau. Kann man doch nutzen. Ja.